Willkommen zurück zu Nolograph. Letztes Spiel war ja sehr spannend gewesen und sehr spaßig. Besonders für Graf. Und wir spielen heute mal das Spiel des Lebens. Dachten wir mal so, ja, weil es zu kurz war, haben wir gesagt, ja. Machen wir noch eine Aufnahme heute? Machen wir noch eine Aufnahme heute, genau. Aber wir werden das wahrscheinlich jetzt heute zumindest nicht in einem Spiel. Wir werden wahrscheinlich noch Teil dran hängen, je nachdem, wie viel Bock wir auf das Spiel noch haben. Ja. Das ist für uns eigentlich alle relativ blind. Ich habe das mal als Grundschüler gespielt, aber wahrscheinlich nicht richtig. Und wir fangen an. Also jeder muss jetzt einmal hier ziehen, nacheinander. Und wer die höchste Zahl hat, am Ende darf anfangen. Okay. 4, okay. Dann der Naunim oder ja. Logi, mir egal. Ich mach. Also richtig schön weit wegziehen. Oh, warte. Geradeaus weg. Der Schwarze. Ja, ja. Der Schwarze, genau. Achso, jetzt. Genau, okay. Jetzt. Die Pins sind weg. Die Scheiße ist ein bisschen. Ich drehe jetzt immer für euch, okay? Die Pins sind weg, ey. Okay, 3. Also eine 3, so. Wo ist mein Auto? So, die Spuren lassen wir jetzt mal weg. Die Nerven. Da ist Nonames Auto, der hat den Weg hier gewählt und ich habe den Weg gewählt. Ey, mein Auto so. Ist ja falsch rum. So. Schaffst du es richtig zu drehen oder soll ich das machen? Ich versuch mal. Okay. Du hast. Ich hätte auch eine 4, ne? Ja. Dann müssen wir 2 nochmal. Wow. Das war nicht richtig. Das war nicht Sicherheitsnadel. Der macht nicht Bescheid. Jetzt 8. So, wir verlauen ihn nochmal. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Das dreht nicht gescheit. Das hat nicht Boing gemacht. Insider. Was ist denn das für eine Zahl? 9. Komm, jetzt Entscheidung. Und 9. 1, Chuck. Okay, dann darf ich jetzt anfangen. Oder hattest du eine 10, Logi? Nee, ne? Du bist nicht. Stimmt, sonst wärst du ja nicht mit Stechen dabei gewesen. Passt schon. Mann, das Ding dreht sich nicht. Hallo. Funktioniert super. So, also. Ich drehe jetzt mal mein Auto. Warum? Stipendium, du erhältst. Ich bekomme Geld. Super. Ich bekomme 20.000. Die schnapp ich mir gleich mal. Ja, so, ist das der nächste? Keine Ahnung, wie ihr spielen wollt. Wahrscheinlich Uhrzeigersinn, dann ist der neue. Ja. Und? Was hast du denn, du? Okay. Du mietest ein Zimmer, scheiße. Mann! Hier, nimm dein nämliches Geld. Aber was ist Zahltag für ein Feld? Was muss man da drauf kommen oder muss man da nur drüber kommen? Boah. Währenddessen kann Logi würfeln. In Anführungsstrichen. 3, ne? Okay. Ja, ist noch eine 3. Ich... Nee, ist eher eine 4. Das ist eine 4, das ist eine 4. Das ist eine 4, ja. Eine 4. Okay. 1, 2, 3, 4, ne? Du erhältst 5.000. Also wir bekommen Geld in Downname. Wir bekommen den ganzen Cash. Dann denke ich mir so, Karriere, oh geil, Geld und dann... So, jetzt bin ich wieder da. Ist das eine 7? Ne, eine 6, ne? 6, ne? Nervt der Flieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das ist die auch Holz. Ah. Euro. Oh nein, ist ja auch so teuer, von Deutschland nach Europa zu kommen. Lö. Lö. So, jetzt ist der No-Name wieder dran. Mhm. Und es ist eine 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ziel ist das? Lebensstil. Was sind Lebensstilkarten? Hier gab es doch irgendwo Lebensstil. Und irgendwo lagen die doch. Ich erlerne ein Instrument.
Irgendwo lagen doch die Lebenstierkarten. Ehre, Hausbiss, Gehalt, Aktien. Stopp. Irgendwo lagen Lebenstierkarten. Team Spielleitung. Hey, jetzt hör doch mal auf. Nee, ich hab ja gerade selber mitgeguckt hier. Achso, ich dachte noch nicht mal zu wegwerfen. Lebenstiefel, dieses Feld. Karriere, Hausbesitz, Gehalt. Findet einer von euch die Lebensstilkarten? Da steht noch Lebensstil drauf. Sind die auch weggeweht vorhin? Wahrscheinlich? Ja, aber dann müssen die aber wenigstens respawnen, oder? Normal schon. Normal respawnt das Zeug. Menü. Nee. Missionen. Nee. Games. Nee. Lebensstilkarten? Wo bist du? Nee, sind die nicht. Das sind die auch nicht, glaube ich. Warte mal. Nee. Hey, nee. Wie seltsam ist denn das jetzt gerade? Die lagen irgendwo hier an der Seite. Ich hab's ja auch zuletzt hier irgendwo. Ah, hier, guck mal. Ah, da sind sie. Legen wir die am besten auch mal hier runter. So, das jetzt hier eine Karte nehmen und dann gucken, was da drauf steht. Sicher, dass das ein. Eine Karte. Du hast jetzt, glaube ich, alle die ganzen Stapel, glaube ich, umgedreht. Du hast den ganzen Stapel. Das ist nur eine Karte. Wie? Stimmt. Oh. Sorry. Ah, okay. Die nehme ich. Okay. Ja, du hast sie umgedreht quasi. Passt. Ja, alles gut. Warte, ich guck. Du besteigst den Mount Everest. Wobei? Du besteigst den Mount Everest. 50.000, ja. Zahlen oder bekommen? Aber ich habe ja hier bei meiner Lebenszielkarte hier, du erlernst ein Instrument. Du. So eine andere. Immer doch. Jetzt. Nee. Lies dich. Ach so. Nee, die Karte zählt nicht. Du darfst die Karte nicht lesen. Du musst sie nur ziehen und zu dir nehmen. Das heißt, die Karte zählt jetzt mal nicht. Aber ich habe ja bei mir genau stehen, dass ich ein Instrument erlerne. Ja, du musst die Karte nehmen, aber nicht umdrehen. Nur nehmen. Die legst du jetzt zu dir. Okay. So. Lege sie direkt bis zum Ende des Spiels vor dich hin. Bis zum Ende des. Falls der Kartenstapel Lebensstil. Achso, falls der Kartenstapel. Nimmst du dir eine Karte von dem Spiel. Okay. Sorry übrigens an die Zuschauer. Wir müssen ab und zu. Ja, wir müssen uns auch selber mal einfüchsen, weil ich hab's auch selber nicht gespielt. Genau, aber wenn wir es dann drauf haben, dann läuft es natürlich flüssiger. So. Neunem ist. Du bekommst kein Geld, ne? Okay. Dann ist jetzt der Logi dran. Ach, Racing Cola. Natürlich ist es Fritz Cola. Ja. So, da ist hier auch eine Lebensstilkarte. Okay. Wie gesagt, nur nehmen und bis zum Ende behalten. Ich nehme ihn. So, jetzt bin ich dran. Logi, du kannst die ganzen Sachen auch da reinpacken. Nee, ich mag das nicht so. Eins. Und ich bekomme auch eine Lebensstilkarte. Das ist die verlorene Karte, ne? Die lege ich jetzt mal hier hin vielleicht oder so. Und die nehme ich jetzt zu mir. So, dann ist jetzt der No-Name dran. Oh. Der No-Name ist dran. Eine 5. 5. 1, 2, 3. Oh, stopp, da ist ein Stopp, da ist ein Stopp, da ist ein Stopp. Stopp bedeutet was. Wenn du dieses Feld erreichst, halte an, auch wenn du noch. Das heißt, du musst jetzt wirklich. Du darfst nur bis zu diesem Feld ziehen. Das heißt, alle kommen eigentlich auf dieses Feld. Nur bis zu diesem Feld? So, und jetzt geht's noch weiter. Das heißt, alle müssen dieses Feld machen. Nimm eine Lebensstilkarte und setze Ehemann oder Ehefrau, blauer oder rosafarbener Stift, in dein Auto. I'm gay. Nein. Da heißt, du bekommst jetzt hier eine. Wir legen die einfach hier zu uns, weil das ist blöd auf den Autos. So. Wenn ich die auch hier reinpacke. So, und das heißt? Ja, das kann ich nicht mal. Lebensstilkarte noch nehmen, ne? Aber nicht umdrehen.
Achso, du hast jetzt quasi einen männlichen, einen weiblichen jetzt hier. Männikicken jetzt, oder wie? Ja, genau. Es ist verheiratet quasi. Achso, okay. So. Bis dahin das Rad nochmal drehen und dann laufen. Okay. Eine zwei. Ach, man, schon wieder Lebensziel. Karte. Ich doch, Mann. Gönn dir. Her damit. So. Ist jetzt der Logi auch wieder. War eine lange Runde von vorne. Jo. Eins. Oh, du musst eine Runde aussetzen, mein Freund. Ja, dann ist jetzt so. So, ich komme eh nicht weiter, weil ich muss hier wahrscheinlich wieder anhalten. Das ist scheißegal, was ich jetzt hier eigentlich drehe. Das zählt mir jetzt. Ist doch scheißegal, was du drehst. Ja, okay. Dann stopp. So, was muss ich denn jetzt machen? Wo ist denn hier Karrierewahl? Da ist Karrierewahl. Ich zieh eine Lebensstilkarte. Nee, dreh dich mal gescheit jetzt. So, also. Wenn du das Feld Karrierewahl erreichst, musst du anhalten, auch wenn du es übrig hast. Mach dann folgendes. Die eine Karrierekarte. Was ist denn die Karrierekarte jetzt? Das ist kein Gehalts, kein Haus. Das ist eine Karrierekarte. Okay, das ist die Karrierekarte. Dann musst du okay. Jetzt noch eine Gehaltskarte ziehen, ne? Gehaltskarte, das ist die hier, okay. Was noch? Und dann weiter bewegen. Lege eine Karrierekarte offen vor dich hin. Also ich muss die umdrehen. Dann darf ich nochmal würfeln quasi und weiterlaufen. So, also ich drehe die mal offen vor mich hin. Du bist Künstler. Und Karriereführer, hast du das schon gelesen hier unten? Oder gehört das, weiß ich nicht. Du hältst. Ach lol. Nee, aber am Zahltag, also nur wenn ich auf das Feld Zahltag komme. Achso. Was ist denn, wie viel Geld du erhältst, hängt nicht nur vom Gehalt ab, sondern auch davon. Aber dann 45.000 Steuern. Was ist denn das Karriereführer-Ding? Ja, das frage ich mich halt auch, deswegen. Du kannst jede Karriere wählen, die du willst. Das heißt, er hätte eine wählen dürfen vorher. Oder wie verstehe ich das jetzt? Du, ich habe keine Ahnung. Komm mal her, Nonne. Nein. Nächstes Mal. Karriereführer. Wie viel Geld? Du hältst, hängt nicht nur vom Gehalt ab, sondern auch davon, wie auf deinem Karrierefeld landest. Wenn du zum Beispiel Buchhalter bist, müssen die anderen Spieler nicht mehr dann bezahlen, wenn die auf Karriere. Das heißt, du kannst frei eine Karriere wählen, oder? Weil wenn wir beide Karrierekarten bekommen, dann müsstest und du aber schon auf dem Karrierefeld startest, dann hast du ja keine Karriere, also keinen Job. Ach, stimmt. Das heißt, du müsstest eigentlich eine Karrierekarte bekommen. Was stand denn da, wenn man eine Karriere startet? Was für Karriere? Weil da stand eigentlich nichts, hier eine Karriere. Oh doch, oh. Das haben wir jetzt verpeilt. Wir hätten jetzt vorher eine Karrierekarte ziehen sollen, oder wie? Nee. Er hätte eine Karrierekarte ziehen müssen. Mhm. Achso, stimmt. Wir waren ja in Universität. Ja, damit. Genau, und offen vor dich hinlegen. Ey. Ein Verkäufer. Oh. Logi? Ja. Huch. Oh, das ist eine Karte zu viel. Die kommt weg. Du hast alle mit. Das ist der ganze Stapel. Ups. Langsam ziehen. Langsam ziehen. Länger gedrückt halten. Okay, also. Du erhältst 20.000 am Zahltag, zahle 5.000 Steuernschulden. Gibt's ein Feld mit Steuerschulden? Gibt's das? Gibt's nicht, ne? Steuerschuldenfeld gibt's nicht. Ich sehe grad nichts. Also muss man jetzt die im Vorhinein zahlen, die Steuerschulden? Ne, hier, guck mal hier, die. Guck mal hier. Wo bist du? Da ist er. Okay, also nur da, okay. Ja, okay. Gut. Okay. Ich meine, das auch. Das heißt, ich darf jetzt wieder drehen und ziehen. Also da, wo ein Dollarzeichen drauf ist. Das gibt's mehrere Fälle von. Drehst du dich jetzt mal, du Sau? Musst du weiterziehen. Du musst ein bisschen
Nach rechts bewegen oder nach links? Eins. Wir bekommen direkt Geld. Du gehst direkt auf Zahltag in den Mai. Wir bekommen 100.000. 100. 100. Okay. Und die Karte, die bleibt, die Gehaltskarte oder was? Die bleiben, ja. Das du bekommst jetzt immer, wenn du auf Zahltag kommst, dein Gehalt und da unten Steuerschulden musst du halt dann zahlen. So. Ja, super, ich habe einen perfekten Beruf. 20.000. Scheiße gelaufen, ne? So, hier muss man wieder stoppen. Genau, das darfst du ja auch hier eine Karte ziehen. Ne? Also eine Karrierekarte, ne? Genau. Hat Logi denn noch ausgesetzt? Ach, stimmt, du musst ja aussetzen. Sorry, ich hab das gerade verpeilt. Stimmt. Ich hab's gerade. Ich auch. Dann geh jetzt nochmal zurück. Ein Feld warst du, oder? Nee, zwei. Dann bin ich wieder dran. Ey, was mit mir? Aber dann hat Logi dich ausgelassen, tatsächlich auch noch. Mann. Ja, ist hier eh nichts passiert von dem, passt schon. 5. 1, 2, 3, 4. Yay. 20.000 bekommt. Willst du es in großen oder kleinen Schein? Oh, kleine. Dann kriegst du 2 10.000er von mir. So, jetzt bin ich dran, weil Logi muss ja aussetzen. Genau. So, wieder eine 1. Was habe ich? Ein Haustier? Geh mal da weg kurz, Logi, mit deiner Maus. Du hältst ein Haustier, okay. wo ist denn die Lebensstilkarte? Wie war mit der Katze? Anspielung auf die letzte Lolo-Klav-Folge. Okay. Fette Katze. Nonnen ist wieder. Ja? Du bist dran jetzt. Du bist wieder dran. Ja. Sieben. 2, 3, 4. Oh, come on. Kauf ein Haus. Oh Gott, was ist denn? Da steht aber auch nichts in den Spielanleitungen davon, oder? Hausbesitzkarte. Wenn du ein solches Feld erreichst, bla. Ein anderer Spieler hält den verdeckten Hausbesitzstapel ausgewechselt vor dich hin. Ziehe eine Hausbesitzerkarte aus dem Stapel und zahle den Preis auf der Karte. Nicht den Versicherungsvertrag. Wenn du zu wenig Geld hast, musst du es dir von der Bank leihen. Siehe Bankanleihen unten. Dreh an das Rad und bewege dich weiter. Okay, das heißt, du musst jetzt hier die Hauskarte ziehen. Ich habe schon eine Karte. Okay, und die musst du jetzt umdrehen. Okay. Offen hinlegen, ne? Landhaus, oh, come on. Warte, da stand was Besonderes mit Landhaus. Falls du das Landhaus ziehst, zahle 200.000 Mark an die Bank. Hast du so viel? Hast du nicht, ich hab, ne? 25.000. So, was war jetzt mit Laien? Da stand was mit Laien irgendwo, ne? Lass mich mal kurz... Da oben steht doch was. Ich habe wahrscheinlich genau das teuerste Haus gezogen, oder? Wahrscheinlich, ja. Du kannst dir von der Bank in jeder Runde Geld leihen. Du nimmst dir ein oder mehrere Bankanleihen. Jede ist 20 Mark wert. Der Bankhalter zahlt dir dann den entsprechenden Betrag aus. Du zahlst alle Bankanleihen an die Bank zurück mit jeweils 5 Mark Zinsen, wenn du in den Ruhestand gehst oder in jeder beliebigen Runde vorher. Also du musst das Geld zurückzahlen. Muss ich das Haus kaufen? Ja. Oh mein Gott. Alter, das ist ja voll viel. 20.000. Wie viel brauchst du? Ich habe 25.000. Oh Gott. Und 200 braucht er, ne? Also, 20.000. Du hast 5, wie viel hast du? 25, ne? 25, ja. 45, 65. Ach du Scheiße. 85. 105. Sollen wir nicht doch was anderes spielen? 125. 145, 165, 185, 205. Das heißt. Nee, stopp. 9 mal 20.000 sind. Du hast jetzt 9 mal 20.000. Du hast jetzt also 180.000 jetzt hier. Okay, dann bekommst du jetzt 180.000 ausgezahlt. Die du aber eh in die Bank zahlst. Die kannst du wieder zurücklegen.
kannst gleich zu mir nehmen wieder. So, das heißt, du gibst mir jetzt ein restliches Geld. Mhm. Danke. 20.000, ne? 5.000, stimmt. Die kannst du ja behalten, genau. Ey. Aber beachte, du musst immer hier, das hier musst du alles zurückzahlen. 9 mal 20.000. Ich wünsche dir viel Spaß in diesem Spiel, Nonne. Oh Gott. Beim Monopoly wärst du jetzt schon raus gewesen. Hier kannst du dir Geld leihen. So, das war's schon. Du darfst jetzt weiterlaufen. Du darfst jetzt nochmal drehen und weiterlaufen. Vielleicht kommst du aufs Zahltagfeld. Ja, ich muss ja jetzt eben hier diesen Kram hier machen. Ah. Lass mich doch erstmal hier. Ich bin nur noch dran. Hä? Er darf doch nochmal ziehen. Ach so. Oh. Mann. Die 3. Lebensstil. Gut, dann gönn dir eine Lebensstilkarte. Geil, oh Mart. So, und jetzt bist du dran. Karten mehr. Geil. Jetzt bist du endlich dran. Was bringt das dir eh nichts? Ja, ist eigentlich scheiße. Ja. Ja, komm, 5, ja, ist wurscht. So, jetzt kannst du deine Karten nehmen. So, ne? Eine Karriere. Karriere. Ne, zu viel. So. Genau, und einmal hier diese Gehaltskarte. Gehaltskarte, genau. Die muss ich jetzt offen hinlegen, ne? Warte so. Die kannst du offen hinlegen, genau. Wie war das nochmal mit den Drehen? MF. F. Die F-Taste. Achso, ich meinte... Oh, 90.000 bekommst du und bist Reiseleiter. Oh lala. Wie war das jetzt hier mit den... Dann darfst du nochmal drehen und laufen. Achso, ja. So. Und dann darfst du nochmal würfeln. Würfeln. So. Und dann kann ich nochmal drehen. Sagst du. Genau. Okay. Ich glaube, der Karrierestart war keine gute Idee. Ja. So, jetzt kommst du zu mir und. Warte, ich mach dir ein bisschen Platz. Du hältst einen Haus. Du hast gerade. Okay, einen Unfall gehabt. Er liegt auf dem Bach. Dach. Bach. Am Bach. So. Darf ich? Ja, jetzt kannst du. Schau mal. Nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es muss ich aussetzen. Reifenpanne. So ein Scheiß. Gut, Donne ist dran. Die Reifenpanne. Dein fucking Ernst gerade. Was war das? Nicht zu viel Schwung nehmen. Warum fliegt das dann so? Aber okay, 10. Ich krieg die 50.000 nicht wegbewegt. Alter. Okay, der war auf der Lebensstilkarte. Also bei den Drehen nicht so viel Schwung nehmen. Das macht alles hier jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jetzt darfst du dich entscheiden, glaube ich, welchen Weg du gehst. Vorsorge untersuchen oder. Boah, aber das kostet beides gleich viel. Leck mich doch. Ja, Junge.